und ein einziger irrer Dichter. Überreicher Wortsegen könnte die Atemlosen überschütten und der Kritik der Götter mit Zorn begegnen. Dieser überreiche Wortsegen könnte Midas sich ins Knie ficken lassen und geballt die letzten Bahnen nach Alzheim aufhalten als schlauer Wortfelsen auf Gleisen. Die Poesie gefällt in Rügen statt Kreidefelsen hinab auf schwimmende Tafeln auf ufernah zögernden Wellen. Die Poesie gefällt den unberührten, vergammelten Geistlosen von gestern, gefällt den berührten, gepflegten, geistvollen von heute, hängt bildschief an Klagemauern, an eingeschlagenen Fingern, die im Mauerwerk Hibiskus gleich großartig blühen, blutrot und unendlich schön. Die Poesie gefällt sich auch gerne schon in einem Satz. So, jetzt ist natürlich für mich wieder sehr schwer, nach dem Ralf zu lesen, weil ich ja schon auch ganz andere Sachen mache. Ich schreibe auch gern Texte für meine Protagonisten aus den Kinderbüchern. Und da ich gerade im Moment an einem dran bin, das er auch lektoriert, möchte ich mit diesem Gedicht eigentlich anfangen. Und so heißt auch der eine Gedichtband Insomnium, weil diese Geschichte einfach Insomnium spielt, also in dem erträumten Land. Damit ihr jetzt mal was ganz anderes wieder hört. Insomnium. Sie entdecken die Welt neu, erträumen sie Insomnium. Bei den Kobolden, Zwergen, Drachen, Hexen und Wölfen, Nebelhexen, Balken. Sie sehen mit anderen Augen Dinge, die so offensichtlich sind, dass sie übersehen werden. Sie lernen Freundschaft, Ehrfurcht, Überheblichkeit kennen, Neid und Furcht. Sehen den Falter statt des Schmetterlings, die Feuerwesen statt der Drachen. Die wunderbaren Verführer, die nur ihr Bestes wollen für sich. Lernen, alles neu zu sehen in ihrer Welt, in der kein Traum sein darf, in Agrypnia, in die sie die Träume bringen, die beiden Helden, die ausgeschickt so viel erleben. Gebe ihnen alles mit auf ihren Weg, sie sollen überall bestehen, sind so wichtig für uns, werden aus der Taufe gehoben, habe sie geträumt. Weil wir ja hier in der Galerie sind, ich mache gerade ein Buch mit einem Wiener Dichter zusammen, mit dem Markus Breben, wir antworten uns auch immer auf Texte. Und er ist eigentlich so ein ganz kurzgefasster, er schafft das immer so einen Satz in, auf zwei Seiten zu machen, das kriege ich allerdings nicht hin, das habe ich ihm auch gesagt, ich muss immer voll reinbrettern. Und wenn wir hier sind so, und hier so schöne Bilder sind, heißt das Gedicht Monster. Der Anormale wird noch lange so etwas wie ein blasses Monster bleiben. In diesem Sinn kann man sagen, dass das Monster das große Modell aller kleinen Abweichungen ist. Das Bild ist vollendet. Das Malmittel Nitro in Öl. Die schnelle Trocknung wurde empfohlen von einigen Kunden. Das Bild des Monsters am See in den waldigen Kulissen. Rickets, Fliegenpilz, Biene und Christus vertragen sich kontrastreich gerecht. Das Bild ist beendet. Die Idee im Pferch des Rahmens. Ein Maler träumt ein neues Geschöpf, säubert die Pinsel und lächelt. Das Monster hat ihn belogen. Es war leider immer schon artig und ehrlich und schön.